Vor kurzem haben wir uns die neue Outdoor-Cam Bullet 5S von Rollei angeschaut. Heute beschäftigen wir uns mit der Menüstruktur und schauen uns auch einige Testaufnahmen an. Herzlich willkommen bei Holgers Videotreff. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe die Outdoor-Cam zunächst per HDMI an einen TFT angeschlossen. So können wir die Menüeinstellungen besser sehen. Wir beginnen mit einigen Grundeinstellungen. Zunächst wird die Menüsprache eingestellt. Wichtig ist auch die Datums- und Uhrzeiteinstellung. Im Menüpunkt darunter kann die MicroSD-Karte formatiert werden. In den Werkseinstellungen werden sämtliche Einstellungen zurückgesetzt. Der Warnton und die Statusanzeige sind eingeschaltet. Bei Nichtnutzung der Kamera ist es möglich, eine automatische Abschaltung zu aktivieren. Das TV-Ausgabeformat ist PAL. Wird die Fahrzeug-Blackbox eingeschaltet, so startet die Kamera automatisch, wenn sich die Kamera bewegt oder ein Fahrzeug losfährt. Drei Minuten nach dem Stillstand schaltet die Kamera wieder ab. Der Kontrast soll tagsüber auf Standard und bei Dunkelheit auf Hoch eingestellt werden. Genauso verhält es sich mit der ISO-Empfindlichkeit. Diese Aufnahmen entstanden kurz nach Sonnenuntergang. Auch die Belichtungsmessung kann eingestellt werden. Die Normaleinstellung ist durchschnittlich. Ist der mittlere Bereich zu dunkel und der Randbereich zu hell, so stellen wir Mittelbereich ein. Und ist der mittlere Bereich heller als der Rand, so wählen wir Spot aus. Mit der Bullet HD 5S können wir Video filmen, fotografieren und nur eine Tonaufnahme aufzeichnen. Videoszenen können in verschiedenen Formaten aufgenommen werden. Wir werden die Szenen wohl meistens in Full HD, 1080i oder 1080p drehen. Der Blickwinkel kann aus drei Stufen ausgewählt werden. Ich finde die mittlere Einstellung gut. Dann ist der Fischaugeneffekt nicht so stark sichtbar. Übrigens, man kann während der Aufnahme auch zoomen. Dazu betätigt man die Buttons Plus oder Minus. Allerdings wird die Szene dann digital vergrößert. Die Bitrate ist zweistufig einstellbar. Um bei Eigenporträts auch den gewünschten Bildausschnitt festzulegen, kann ein Laser für 20 Sekunden hinzugeschaltet werden. In der Prä-Rekord-Einstellung speichert die Kamera die Szene in einer 5-Sekunden-Schleife. Nach nochmaligem Betätigen der Aufnahmetaste werden dann auch diese 5 Sekunden aufgezeichnet. Im Fotomenü können wir ebenfalls aus drei Möglichkeiten die gewünschte Auflösung auswählen. Die 16 Megapixel
werden allerdings interpoliert. Neben dem Selbstauslöser gibt es die Möglichkeit der Serienbilderstellung. Hier werden 3, 6 oder 10 Bilder erstellt. Auch eine Zeitraffer-Option ist vorhanden. Die Einzelbilder kann man am Schnittplatz zusammenfassen und somit eine Zeitrafferaufnahme erstellen. Insgesamt bietet die Rollei Bullet 5HS schon sehr viele Möglichkeiten. Da liegt es doch nahe, einmal auszuprobieren, ob man nicht einen kompletten Film mit einer Outdoor-Cam drehen kann. Und das wird ein weiteres Thema hier bei Holgers Videotreff. Für heute vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dahin, tschüss!